Auch diese Problematik scheint nicht neu, scheint in diesem Video nicht zurechtzupassen. Angeln wir schließlich lediglich kurz das Artefakt des Brutalen aus dem Wasser. Ein leerer Holzkopf heißt euch mal wieder herzlich willkommen. Ich packe also meinen Koffer, Inventar, und zwar 1 bis 2 Taucherflaschen, je nach Haltbarkeit lieber eine mehr. Die Standard mit einer Haltbarkeit von 45 ermöglicht uns 30 Minuten Tauchergebnis. Achtet hierbei auf die Durability, zu Deutsch Haltbarkeit. Wer den Durchblick bzw. Weitsicht möchte, kann auch noch eine Taucherbrille einpacken. Außerdem ein leistungsstarkes Wassertier. Wir nehmen einen Basilosaurus, da dieser netterweise gegen Quallen und andere Plagegeister immun ist. Den Eingang findet man bei 53.0.10.2. Dort kann man durch diesen formschönen Torbogen in das Abenteuer eintauchen. An der ersten Gabelung angekommen, nehmen wir den rechten Weg, wobei der linke nach einem Parallelweg aussieht, das haben wir jedoch nicht ausprobiert. Erfahrungsberichte wie immer gern in die Kommentare. Aufgetaucht sehen wir ein kurzes Landstück, über das man entweder zu Fuß gehen oder aber mit seinem Wassertier umschwimmen kann. Ein paar Haihappen und Quallengifte später sind wir rechts herum auf der anderen Seite der Landzunge und setzen unseren Weg fort. Thank you.
Diese kleine Seitengasse lassen wir links bzw. in diesem Fall rechts liegen. Ein paar Manta-Mantas später folgen wir diesem wässrigen Tunnel und finden bei 608-220-0 das Artefakt des brutalen, gänzlich ungefährlichen und spektakulär auf dem Boden. Wenn man zu zweit unterwegs ist, kann der eine die weniger harmlosen Haie auffressen und der andere bereits den Drop direkt neben dem Artefakt sowie nochmal das Artefakt selbst einsammeln. Der Respawn dauert beim ersten Artefakt nur einige Sekunden, der zweite Respawn kann schon 10 Minuten in Anspruch nehmen. Wer die Zeit zum Respawn des Artefakts nutzen möchte, kann sich auf eine kleine Höhlentour zu Fuß begeben und den Drop hinten links einsammeln. Zurück geht es einfach wieder bergab durch den Tunnel im Wasser und den einzig möglichen Weg nach.
Viel Spaß beim Nachangeln, euer Lehrer Holzkopf.